Na gut. Yo, ich habe in meinem Video angekündigt, dass ich gerne tryhard würde, ne? Hat ein paar Konsequenzen, Leute. Konsequenz Nummer 1 ist, ich werde keine Musik laufen lassen. In den Games selbst. Punkt 2 ist, ich werde auf 800 Leute in der Champs League schreiben, ne? Ich werde also auch im Draft zum Beispiel, wenn jemand fragt, was der Footer First Pick ist, dann werde ich sowas spielen wie Astrid oder so, weil ich glaube, dass ich in der Elo noch mit Astrid durchkomme. Erst wenn ich höher in der Elo bin, habe ich Probleme mit dem Champ, most likely. So. Heißt auch, ich muss mir überlegen, welche Champs ich überhaupt spielen möchte, wenn ich in die Areas reinkomme, wo ich Leute treffe, die nicht mehr komplett vom Baum gelaufen sind als Kind. AKA, so zum Beispiel, ich werde Astrid spielen können, auch wenn ich keinen guten Astrid spiele, weil die Leute einfach alle komplett scheiße und dumm sind. Wenn ich aber Richtung Grandmaster vor Pressure, muss ich überlegen, welche der Meta-Champs kann ich überhaupt? Was sind gerade gute Champs? Und gute Champs sind probably gerade Aphelios, Draven, Samira, maybe Kalista. Das waren zumindest so die Champs, die von den Leuten, die high sind in Solo-Queue, von den ADCs. Und das sind halt Champs, die ich nicht kann. Heißt, ich muss vielleicht noch einen Champion lernen. Heißt, ich brauche sehr viel länger Zeit, um irgendwo hinzukommen. Was fucking scheiße ist. So, man könnte hier Cleanse gehen oder Exhaust. Aber ich denke, Exhaust auf Karma ist ziemlich gut hier. So, dann werde ich irgendwie natürlich alle muten. Und Commentary, naja, mache ich halt so, wie ich kann. Ha? Hey, ich habe richtige Masterspiele in meinem Team. Das ist ja Wahnsinn. Hübsch. Klasse. Okay, Bro. Das ist Dedication, ne? Und die Wave hat natürlich auch jetzt nicht direkt gefreezt, aber. Und die Action wird einfach nur fucking Usain mit dem Kill gespendet. Aber I take it. I fucking take it, guys. Willi, ich hasse es, wenn Leute das machen. Du bist eh zu spät Mitte. Let's have sex with Tristana hier, no? Oh well. Aber wir haben weiterhin, also I mean, wir haben weiterhin wir haben Tristana weiterhin Knight, so die hat die Wave wieder nicht bekommen. Wir sind 73 zu 30 CS. Sie hat nur einen Kill bekommen, den auf Karma. Den auf mich hat sie nicht mehr bekommen. Ich denke, dafür kann ich Sams nutzen, ruhig. Weil Tristana ist so ein Champion, wenn die halt nicht relevant ist, so, dann ist sie nicht relevant, Leute. Die ist halt so ein All-In-Champ, der nur über Burst kommt. Und die wird eh Probleme haben, gegen uns zu bursten. Und wenn die noch nicht mal mehr Items haben, fehlt denen einiges. Denen fehlt einfach einiges. Schon gemacht. I like. Hier zu bleiben und zu diven wäre natürlich der Dream gewesen, ne? Wenn ich die Wave so spiele, muss die Tristana noch raffen, dass jemand ist, so. Was? Der Victor einen Kill noch geben können. Weil ich schon sehr dick bin. Nice. Nice. Schön gemacht. Müssen wir respektieren, oder? Okay. Ein bisschen scared noch. Relativ strong, ha? Huh? Komm, war schon auf wieder ultimativ tanky einfach nur, ne? Okay. Ja, im Endeffekt 0-3, 0-2 Mitte Jungle, ne? Ist nicht so gut, aber. We will be fine, my friends. We will be fine. Also, I guess wir schieben uns hier weiter Waves hin und her. Und in so einem Opening kann ich vielleicht mal Toplane gehen oder so. Aber Wukong weiß natürlich auch, aber er ist halt mitten im Fight. Nutzt auch beide seine Ults. Nice. Bleib mal auf dem Pink Ward und pray so ein bisschen drauf, dass die Tristana hier den kurzen Weg nimmt.
oder? Dann probably das meiste raus, oder nicht? Nice. Dürfen wir das? Jetzt müssen wir meinen Attack Speed künstlich hochsetzen, ein bisschen, ein Stück weit. Wenn er Frontline spielt, ich glaube, ich habe Damage, aber ich bin nicht sicher. Okay, ich habe nicht viel Damage. Sehr schön. Ja, Blue Wave können wir auch noch nehmen, auf jeden Fall. Chillig. Okay, eigentlich bin ich sehr gut equipped, würde ich sagen. Let's fucking do it. In so viel Face checken oder rein checken, zumindest natürlich immer sehr, sehr awkward, aber. Wir wissen noch nicht, wo der Flank kommt. Habe ich. Steht zu weit vorne. Beziehungsweise actually steht mein Team zu weit hinten. Ich möchte in die Area reinmoven, aggressiv. Weil ich möchte nicht diese. Wenn man die Kurs erst nicht verwendet. Upsi. Da wieder der Problem, die sind einfach ahead so, ne? Deswegen können die sich die Choke Points hier aussuchen. Die gucken wieder nach vorn. Wir werden wieder hier Face checken müssen. Ne. Wait, jetzt mal slowed? That's interesting. Nice job, team. Man. Victor so broken im Lad. Ist das ihr Ernst, oder? Ihr seht, Tristana ist das ganze Game useful. Die kann auch von so einer Landing Phase auch nicht mehr zurückkommen, gegen, auch speziell natürlich gegen unsere Champs in a way. Und ja. Ja, einfach gewinnen. Einfach gewinnen, Leute. Schöne Runde. Gutes Game. Ja, ich denke, der Ornn hat natürlich auch einen Damage-Dealer eingeloggt an erster Stelle. Und ist deswegen absolut berechtigt mit 26k dabei. Liebe es. Oh mein Gott, lutsch mir bitte jemanden ein. Boah, bitte, 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 Mama. Mama nicht im Best Case.